Hallo, na. Ist gerade ganz schön ruhig hier. Am besten bin ich dann auch so ruhig. Ist überhaupt GameSound an? Pass auf dich auf, Raven. Ja, GameSound ist an. hallo, ne? Willkommen zurück zum Let's Play. Dream for the Longest Journey für den PC. Im letzten Part haben wir den Auftrag für Kian bekommen. Und Zoe hat mit April geredet. Und jetzt verfolgen wir... War das Bryn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo. Wirst du heute Nacht Hilfe brauchen, April Arn? Ich gehe allein. Es mag noch keine Ausgangssperre herrschen, aber den Soldaten werden zwei oder drei Personen sicher auffallen, während sie eine einzelne ignorieren würden. Das ist wahr. Und ich muss mit jemandem sprechen, der uns die Kräuter, Tränke und Arzneimittel, die wir brauchen, liefern kann. Nun, mit Torbeer im Gefängnis und Hamesh, der mit den Azadi Geschäfte macht, ist Old Town unsere beste Möglichkeit. Aber dort ist nach Sonnenuntergang alles geschlossen. Dann morgen früh, als erstes. Klingt gut, aber du wirst allein gehen müssen. Juwan und Bryn passen morgen auf das Essen auf. Ben Reem hilft ihnen, in Kontakt mit einigen zu kommen, die uns unterstützen. Fein. Ich werde am Morgen Nachforschungen in Old Town anstellen. Mögen die Sterne heute Nacht deine Anstrengungen beflügeln, April Arn. Oder was sagst du manchmal? Hals- und Fußbruch? Hals- und Beinbruch. Aber mir ist der Spruch, mögen die Sterne für dich scheinen, lieber, Naane. Okay. Tschüss, Naane. Gehen wir. Verschwinden wir von hier. Wo sind wir überhaupt? Ah, wir sind in der Gaststätte. Tschüss. Ich rede jetzt nicht nochmal mit Ben Reem hier. Kannst du vergessen. Okay, wir müssen in den Palast, so wie ich das verstanden habe. Oder so wie ich das in Erinnerung habe. Ich habe jetzt sehr lange nicht gespielt. Aber wir müssen trotzdem in den Palast. Wirklich den letzten Part, den ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, das ist locker schon 2 Monate her oder 1,5 Monate oder so. Ist schon ein ganzes bisschen her. Aber naja. Hatte ich halt ein bisschen was vorproduziert. Ja, oder vielleicht auch nur 1 Monat, vielleicht auch nur 1,5 Monat. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her, so. Okay. Wie kann ich schleichen? So kann ich schleichen. Okay. Langsam schleichen, schnell. Sprinten geht nicht, aber das brauchen wir auch nicht. So, und da müssen wir meines Wissens nach hochklettern. Dem Soldaten wollen wir am besten aus dem Weg gehen. Ich meine, wir können ihn noch angreifen und hier alles auf dem Platz kaputt machen, aber ist jetzt nicht unbedingt die beste Lösung. Für jemanden wie uns. Und schleichen. Ah, lieber nochmal speichern vorher. Didim. Didim, dim, dim. Man ist nur beim Schleichen so ultra langsam. Deswegen würde ich sie vielleicht doch lieber kaputt schlagen gerade. Ich muss einen Weg auf das Gerüst finden. Aber erst, wenn ich mich um diesen Wächter gekümmert habe. Bumm. Okay, von hinten ist es definitiv angenehmer. Ich hätte ihn jetzt natürlich auch von vorne verprügeln können, aber von hinten ist es deutlich angenehmer. Und wir sind da. Okay, hier scheint jemand drin zu sein. Oh, Tür. Die Tür steht einen Spalt breit offen. Wenn ich das tue, wird man mich bestimmt bemerken. Hallo. Dabei jetzt bemerken sie mich noch nicht, oder wie? Und wenn ich hier draußen rum... Sie hält ihren Tisch sauber. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Das sieht ziemlich nach Azadi aus. Hören. Die Verzögerung liegt nicht in meinen Händen, Prophet. Rebellenüberfälle im Norden haben die Lieferung der notwendigen Rohstoffe behindert und weitere Verstärkungen von Sadir sind nicht zu erwarten. Natürlich. Ich verstehe das vollkommen. Wir werden ihn rechtzeitig fertigstellen. Wir haben noch Arbeiter angeheuert und wir kommen jeden Tag weiter voran. Wir werden die verlorene Zeit einholen, Prophet. Der Turm wird zur Einweihung pünktlich fertig sein. Ich schwöre auf die 6, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Sadir hat einen Apostel gesandt, um das spezielle Problem zu lösen. Sie sagen, dass er einer der Besten ist. Ich habe ihn selbst noch nicht getroffen. Er kommt bald an. Und
Wie ihr wünscht, Prophet. Ich werde einem Menschen meines Vertrauens die Aufgabe antragen. Bitte, ich... Die Bundesverstände zu Afrika waren eigentlich... Also sind wir mit Menschen überfallen. Ja, ihr habt das überdeutlich klar gemacht, in mehreren Situationen. Es wird nicht dazu kommen. Ich werde meine Pflicht tun. Alles wird so sein, wie ihr es gewünscht habt, Prophet. Möge die Göttin euren Weg segnen, Prophet. Ihr Licht wird diese Welt reinigen und von allem Übel befreien. Das war seltsam. Ich sollte versuchen, ihm zu folgen und herauszufinden, was das für eine mysteriöse Person ist. Eliza, bring mir mein Abendbrot. Ich werde heute Nacht in meinem Arbeitszimmer speisen. Habt ihr mitbekommen, dass ich die ganze Sequenz lang mein Handgelenk geknackt habe? Ich fand das witzig. So, wo soll ich ihn jetzt hin? Ich soll diesem Prophetentypen folgen. Aber wo ist er denn? Kommt er da jetzt aus der Tür raus? Ja. Hey, das ist der Mann, den ich im Büro der Abgesandten sah. Hey, bleib stehen. Wer bist du? Ich sollte ihm folgen. Ich möchte herausfinden, wer dieser Prophet ist. Ich glaube, hier gibt es noch andere Leute, die das wissen wollen. Warum hat ihn noch keiner einfach mal die Kapuze runtergerissen? Also ich würde das machen. Ja, wäre überhaupt nicht... Nein, hör auf. Wäre überhaupt nicht respektlos oder so. Oder wenn man so einem heiligen Propheten die Kapuze runterreißen. Aber komm, finden wir es raus. Mich interessiert es wirklich. Das ist bestimmt jetzt hier irgendwie... Moment, hey, wieso gehst du da rein? Ben Reem? Oder Bryn? Ich weiß gerade ehrlich gesagt selbst nicht mehr. Wie gesagt, ich kenne das Spiel. Ich weiß gerade echt selbst nicht mehr, wer das überhaupt ist. Oder ob es überhaupt jemand Spezielles ist. Ach, der ist... Kann sein, dass der jetzt... Natürlich, stimmt doch. Ja, was ist? Oh, April. Du bist zurück? Gut. Brauchst du etwas? Wohin ist dieser Mann mit dem Umhang gegangen? Wer? Der Mann, der gerade durch die Tür gegangen ist. Er trug einen Umhang mit Kapuze. Niemand, auf den diese Beschreibung passt, war hier, April. Es ist eine ruhige Nacht und ich hätte ihn bemerkt. Das kann nicht sein. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen den Raum betreten sehen. Nun, ich mag alt sein, Kindchen, aber ich bin nicht blind. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe viel zu tun. Ich weiß, dass ich sah, wie er den Raum betrat. Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. So. Ich weiß nämlich, welche Stelle jetzt kommt. Deshalb weiß ich gerade auch, wo er hingegangen ist. Nämlich genau dorthin. Ja, und warum ich jetzt noch so gut weiß, was jetzt passiert. Also ich weiß nicht mehr, was am Ende dieser Stelle passiert. Aber diese Stelle, die dann jetzt als nächstes mit April kommt, ist meine Hassstelle im gesamten Spiel. Bip, bip, bip. Olivia? Ja, Süße, ich bin's. Bist du... Nachrichten von Reza? Was? Du wirst ständig unterbrochen, Leaf. Das Rauschen wird stündlich schlimmer. Teile vom Netz liegen schon brach. Kannst du mich hören? Kaum, es ist verrückt. Ich weiß, wir werden es kurz machen müssen. Irgendwelche Nachrichten von Reza? Noch nicht, aber ich kam eben in Wati City an. Wie ist es dort? Schön. Kühl, aber schön. Was ist los? Noch arbeiten? Rezas Kontakt bei der Wati Corp. Er schützt seine Quellen ziemlich gut. Inzwischen wirst du einen Weg in den Konzerncampus finden müssen.
Ich habe nichts erreicht, Leaf. Aber ruf mich an, wenn du einen Namen hast, okay? Hallo? Wird nicht lange dauern. Die Verschlüsselung ist hochgradig, geradezu militärisch, aber ich bin fast durch. Okay, das ist gut. Ich sollte mich auf die Socken machen. Oh, und Olivia? Ja, Süße? Danke. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Sei nicht albern. Auch mein Freund. Ich würde die Welt auf den Kopf stellen, um ihn zu finden. Ich weiß. Trotzdem danke. Die Verbindung wird schlechter, Schätzchen. Ich gehe jetzt wieder an die Arbeit und rufe dich an, sobald ich etwas habe. Bye. Ach ja. Die Stelle, die hier jetzt kommt, also generell diese beiden Stellen jetzt, der Abschnitt mit April und der Abschnitt mit Zoe, sind... Ich brauche mein Handy, um die Maschine benutzen zu können. Mach ich gleich. Sind meine Hassabschnitte im Spiel, wobei den hier, den finde ich eigentlich noch ziemlich cool. Ich werde mein Mobiltelefon verwenden müssen, um etwas zu kaufen. Machen wir erstmal das hier. Ist das eine Geldabhebmaschine? Kaufen Sie bitte. Das ist typisch. Ja, das ist typisch. Wäre das ein. Wäre das die Deutsche Bahn, wäre das auch typisch. So. Hallo, Automat. Ich will was kaufen. Sind das Kaugummis? Ich glaube, das sind Kaugummis. Kaugummi! Kann ich damit was machen? Hey, da ist ein Gratis-Aufkleber mit dabei. Gratis-Aufkleber mit dabei. Oh. Ein bunter Aufkleber mit einem Cartoon. Ein bunter Aufkleber. Okay. Kaugummi. Warty Chew. Von der. Warty Chew. Das ist echt. Das ist ja. Schrecklich hier. Jeder war. Naja, Japan. Da wundern mich nichts, ne? So, dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um, wa? Hallo. Sexy. Nein. Leer. Der Müll einmal verbrennt sein Inhalt von selbst. What the fuck? Ja, okay. Japan. So, kann ich mit dir reden? Hallo. Hoi. Oh, hallo, Miss. Mein Name ist Zoe. Wie ist deiner? Oh, ich bin Rico, Miss Zoe. Schön, dich zu treffen, Rico. Auch schön, dich zu treffen. Museum. Weißt du, wie man zum Museum kommt? Hm? Oh, ja, du musst das Cable Car nehmen, aber dazu brauchst du ein Ticket. Wo kann ich denn ein Ticket kaufen? Der Fahrkartenschalter hat an den Sonntagen geschlossen und der Automat ist kaputt. Darum geht das nicht. Hey, geil, Sonntag, lass mal ins Museum. Hey, wo kann ich eine Karte? Ja, normalerweise unten am Automaten, ist immer kaputt. Okay, sonst noch wo? Ja, Ticketstand, ja. Alles klar, danke. Weißt du, wie viel das kostet? Ja, ist ja scheißegal, der Sonntag ist eh geschlossen. Ja, da ist man dann ziemlich gefickt. Oh, hi. Bist du traurig? Bist du okay, Rico? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Oh. Tja, mein großer Bruder Ren sollte sich um mich kümmern, während meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hiro das Museum besuchen. Aber dann traf Ren dieses Mädchen und er ließ mich allein. Jetzt sind Obasan und Hiro im Museum und ich habe keine Karte. Das klingt nicht sehr nett von Ren. Er mag Mädchen. Jedenfalls mag er sie mehr als mich. Bist du etwa? Mein Schatz, so sind die Männer. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Ich glaube, das ist kein Mädchen. Was willst du? Sollte schon hier sein. Oh, Sumimasen? Ah, Komenasai. Ich dachte, dass sie jemand anderes sind. Verzeihung. Jemand. Wer dachten Sie denn, wer ich bin? Oh, meine Verlobte Yuriko. Sie verspätet sich. Sie verspätet sich normalerweise nie. Ich versuchte, sie anzurufen, aber da war nur das Rauschen der Stasis. Ach, was rede ich. Sie hat wahrscheinlich keine Lust zu kommen. Oh. Ich bin sicher, dass das nicht der Grund ist. Vielleicht wurde sie von irgendjemandem aufgehalten. Sie kennen sie nicht so wie ich. Sie ist sehr genau. Sie hätte angerufen. Nein, ich habe sie eine Zeit lang zu sehr vernachlässigt und jetzt hat sie mich bestimmt verlassen. Aber... Ich kann nicht mehr auf sie warten. Ich muss gehen. Nein, 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 nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen. Oh. Ah.
Der Mülleimer verbrennt seinen Inhalt automatisch alle 10 Minuten oder so. Ein vollständiges Ticket. Nur in 2 Teile zerrissen. Kann ich das hier zusammenkleben? Das funktioniert wirklich! Ey, ich sag das ja nochmal. Ich habe das Spiel, also ich kenne das Spiel komplett. Aber ich erinnere mich an die Rätsel so ziemlich gar nicht. Vor allem, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es glaube ich nicht selbst gespielt oder die ganzen Male. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst überhaupt schon mal gespielt habe, denn eigentlich habe ich es nur bei meiner Schwester zugeguckt. Habe ich selbst schon mal gespielt? I don't remember. Das ist ein Verbindungsweg zur anderen Seite des Canyons, aber er wird durch diese Drehkreuze blockiert. Ja, aber es ist hübsch hier. Ist halt Japan, ne? Japan ist hübsch. Deswegen verstehe ich auch, warum ein Kumpel da nach der Schule ein Jahr hingeht. Hallo, Ticketschalter. Hallo? Sonntag. Ticketautomat auch kaputt. Tja, da muss man sich dann wohl schon vorher drum kümmern, wa? Okay, fahren wir. Ticket. Tschüss. Oh, okay. Das ist, um das Cablecar betreten zu können und über den Canyon zu... Okay, ab ins Wattikorb-Museum. Wobei, das machen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao.